Es gibt auch Gerüchte, die sagen, Banjo-Kazooie könnte ein Charakter sein. Da würde mein Kopf, glaube ich, explodieren. Glaube aber nicht wirklich daran. So. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Banjo-Kazooie hier als DLC-Charakter zu Smash Bros. Kommen würde. Es wäre halt nach, das ist nach Sora aus Kingdom Hearts mein Nummer 1 Wunschcharakter als Smash Bros. DLC. Wirklich. Und naja, mal sehen. Also ich glaube nicht wirklich dran. Sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Aber man wird ja doch träumen dürfen. He seems legit. Da habe ich studiert, aber nur Bachelor. Und noch was Neues zu Smash? Habe ich aus dem Shop gemacht, was glaube ich auch nicht sagbar ist. Wuppertal ist es nicht so aufregend. King K. Rool und Donkey Kong chillen. Noch ein weiterer DLC-Charakter. Nein! Das war das Puzzlestück von Banjo-Kazooie. Ich mach keinen Scheiß. Alter, spielt nicht mit meinen Gefühlen hier. Nein! Nein! Mach keinen Scheiß! Das sah aus wie das Puzzlestück von Banjo-Kazooie. Nein, fick dich, nein! Fickt euch, das ist nicht euer Ernst. Ihr macht nicht so eine Scheiße mit uns, oder? Oh mein Goodness! Oh mein Gott! Alter! Ich muss meine Hose wechseln, glaube ich. Geil, Mann! Ey, jetzt noch Sora. Und ich kann glücklich sterben irgendwie, so was Smash angeht. Holy shit, Alter! Holy shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Können wir jetzt noch ein Remaster von Banjo-Kazooie haben auf der Switch? Und Banjo-Tooie? Alter! Im Herbst kommt der DLC-Charakter. Okay, im Herbst. Das dauert noch. Alter! Ey, ich bin gerade... Wow. ...以外にも新しいゲームの開発を進めています。皆さんにご紹介できる日を楽しみにしています。 Erstellt von Clip, erstellt von Ezra, danke. Himashitaka. Noch was? Zeig uns noch was! Ich möchte ein neues Banjo-Kazooie 3, ich möchte Banjo 3! Banjo 3 für die Switch, Alter! Microsoft macht damit doch sowieso nix! Ist das? Grün leuchtende Runen? Stilistisch, vom Grafikstil her, sieht es ein bisschen aus wie Breath of the Wild. Zelda? Neues Breath of the Wild DLC? Mit Zelda und Link? Zelda hat kurze Haare. What? Zelda geht gerade voll in den Dark Souls-Modus, Alter. Kann das sein? Böse Sheikah, die irgendwie jetzt hier aus der Gruft herauskommen und Hyrule noch mehr ficken als Ganondorf, oder was? Der Nachfolger von Legend of Breath of the Wild ist jetzt in Entwicklung. Nein, what? Oh!
Alter! Holy hell, Alter! Holy hell! Ja, Nintendo hat die E3 gewonnen.